Also wenn es wirklich rechtsextreme Inhalte sind, Sie sind sich da einigermaßen sicher, Sie können das beurteilen, dann lohnt es sich auf jeden Fall Jugendschutznet in Mainz. Nochmal, jugendschutznet.net zu informieren. Die sind nämlich darauf spezialisiert, solche Seiten zu suchen, zu finden und mit den Providern darüber zu verhandeln, dass solche Seiten vom Netz genommen werden. Das ist ein gutes, probates Verfahren, was wir haben. Man kann auch die Polizei benachrichtigen, da wo kriminelle Inhalte verbreitet werden. Man kann sogar, da gibt es entsprechende Anlaufstellen, die Bundes- oder Landesämter für Verfassungsschutz informieren. Wobei das vielleicht wirklich erst der zweite Schritt ist. Der erste Schritt sind die Polizeidienststellen und wenn es, wie gesagt, im zivilgesellschaftlichen Bereich sich abspielt, dann Jugendschutznet. Oder auch wenn es andere Autoritäten, ein Lehrer, der sich dafür interessiert, nur bleiben Sie im Gespräch, lassen Sie es nicht einfach. Das wäre mein Appell. Es gibt so viele Menschen, die sehen das und denken sich, naja, soll ja nicht sein und gehen weg. Aber es muss einer kommen und sagen, das wollen wir nicht. Denn sie verteidigen letztendlich ihre Freiheit im Internet genau an dieser Stelle. Wenn diese Seiten überhand nehmen, dann wird Politik irgendwann einmal regulierend, verbietend auf das Internet zugreifen. Wenn Sie aber selber dieses Netzwerk gestalten, diesen neuen Marktplatz der Öffentlichkeit, dann haben Sie vielleicht langfristig mehr davon, als wenn Sie weggucken und sich wegducken. Also deshalb offensiv solche Seiten mit den Möglichkeiten angehen, die man hat.